Hallo und mit herzlich willkommen zur vierten Runde aus dem ersten großen Preis von World of Warships. Wir haben Freibeuter KG versus PKFE. Ich wünsche euch viel Spaß in der Runde. Aber ich freue mich, mit euch den Abend verbringen zu können, Heiko Kolumbus. Danke, ich bin auch froh, dass Das ihr nehme dabei ich nur seid. zurück. Und was haben wir jetzt? Oh, wir sehen das erste Mal bei uns im Stream. Die Normandie, die Ismail, Endlich! zweimal Johnny. Oh, da ist auch der Pan-Asiate Pan-Asien, dabei. genau. Die Fushu. Zweimal bei André an der Nürnberg und Icarus. So. Sollte ich nicht vielleicht PK11 ansagen, weil es ist eben meine Perspektive? Oh, sorry. Da ist Tut sie mir leid. geil. Also aus meiner Perspektive vom PK11E, die haben eine Doppel-Bayern dabei, eine Leander, eine Nürnberg und eine Icarus. Interessant. Also wirklich wieder eine interessante Mischung, die wir hier haben. Ja. So, Ich bin ich. wirklich auf die Normandie gespannt, Ja. weil in unserer kleinen Pre-Show habe ich die Normandie nicht gerade so als Favoritenschiff gesehen bei den BBs. Aber vielleicht kann mir die Freibeuter KG. Hoffentlich belehren sie uns eines Besseren. Jo. Wobei das auch wieder falsch klingt, weil das so heißen würde, als würden wir für dieses Team halten. Natürlich sind wir neutrale Kommentatoren. Richtig. Wisst ihr, was richtig spannend wird? Wie er dann mein Match kommentieren wollt. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Zumindest verfahren wir heute so, liebes Publikum, dass der Heiko und ich gucken jeweils auf ein Team und der Kolumbus gibt euch den Gesamtüberblick. Genau, das wird dann Also nicht. wahrscheinlich aber in Nicht der ohne, End. wenn der Heiko und ich immer sagen, aufgedeckt oder nicht aufgedeckt. Wenn ihr Und bei ich mir beachte in der alles. Regel das rote Team und jetzt wurde eure Bujoni gesehen und es war mal ganz kurz die andere Bujoni auch offen. Ich sehe gar nichts. Jetzt, Oh, da kommt wir eine sehen gar Salve. nichts. Da kommt Jetzt eine ist die Salve. Bayern offen. Ja, sie hat auch schon die eine Bujoni unter Beschuss genommen. Ja, Zweite es Bayern geht ist alles offen, die von daneben. Boom Boom. Die ist jetzt im Kreuzfeuer, die Bujoni von Boom Boom. Die Treffer Und sind da aber noch ist die nicht so Leander auf. gut. Oh, der Boom hat sich aber auch. Wir sehen Jetzt ist wieder gerade. alles zu. Wir sehen auch nichts. Definitiver Cap-Vorteil bei der Freibeuter KG von zwei Cap-Ringen. Der äußerste wird zwar jetzt blockiert durch die Nürnberg, aber langsam werden sie Punkte dazu bekommen. Jetzt gehen wir die Bujoni und die Normandie auf, also die Bujoni auf E4. Leander und Bayern sind bei mir auf, also deine Gegenseite im Prinzip. Ja, ich wundere mich, warum die Leander Nebel legt und diesen dann verlässt. Und auch, dass die Bayern versucht, aus dem Nebel zu schießen, sie müsste eigentlich dennoch Vielleicht sichtbar sein. hat die Leander gerade die Ansage bekommen, ich brauche Sicht, damit die Ja, weil Bayern unsere was machen kann. Icarus steht an der Südseite von F4 an der Insel und hat somit keinen Spot. Unsere Also Fushun steht aber PK11 auch hinter dem orientiert Berg. sich definitiv an der westlichen Flanke. Jetzt ist die Nürnberg aufgegangen. Sofort beginnt die Bujoni bester Typ auf die Nürnberg zu feiern, aber sie ist auch gleich wieder zu. Machen wir doch mal Jetzt die hat Boom Ansicht Boom da. ordentlich was bekommen. Ja, das war eine Ja, gute Salve. auf der PK11-Seite hat die Leander schon etwas eingeschenkt bekommen, aber alles andere ist noch full life. HP-mäßig haben wir jetzt einen Ausgleich von 160.000, wobei Zweite Bayern ist FKG aufgegangen. einem Vorsprung reingegangen ist. Sind von eurer Seite aus Torpedos im Wasser? Nein, ich habe ja auch im Prinzip in Torpedo-Reichweite auch nur die Fushu. Die steht aber, was ich nicht ganz verstehen kann, bei E6 hinter der Insel. Aber ich glaube, sie will jetzt durchcappen. Wenn das Ja, und Problem. das sieht sehr, sehr gut aus, Das weil die sieht sehr, Icarus sehr gut aus. wird nicht rechtzeitig in den Cap Und schaffen. man darf das nicht unterschätzen, den dreifachen Cap-Vorteil. Das heißt, die Punkteausbeute ist sehr hoch. Und Hitwe würden natürlich nie ein Team unterschätzen. Auch Also jetzt sind es noch 3,5 Minuten für die Freibeuter KG zum Sieg. Aber punktemäßig, also TP-mäßig,
steht PKF im Vorteil und was ist dann mit der guten Johnny passiert und auf einmal war sie dann weg. Wow. Johnny ist weg. Normandie wird jetzt auch extreme Probleme kriegen. Wir haben hier einen Doppelbrand drauf. Oh ja. Und drei Schiffe knattern auf die Aber die Normandie. Hat sich doch echt schlecht positioniert, muss ich mal so sagen. Also steht da an einer echt ungünstigen Stelle. Du meinst jetzt die Normandie von FKG? Genau, die steht echt an einer sehr ungünstigen Stelle. Also so würde ich mich... Naja, sie hat halt versucht, den Flankenpush der Bayern und Leander abzufangen. Richtig. Ja, jetzt wird sie kassieren und der Normandie fehlt es. Die ist mehr, hat kassiert. Von FKG, die ist mehr, Standbreite. Ja, die ist jetzt halb runter und hat sie... Nein, sie ist kurz davor. Sie muss aufpassen, dass sie nicht beacht. Sie kann sich nicht frei bewegen. Da kommt die Icarus selber. Icarus ist jetzt auf. Ja, die Icarus hat auch getoppt, aber welches Schiff soll denn bitte auf die Icarus schießen? Die Bujoni ist hinterm Berg, höchstens die Ismael. Die Ismael andere kann nicht schießen, die hat gerade eine Salve auf die Bayern abgegeben. Die Fushun hat jetzt angefangen zu schießen. Und sie nebelt sofort. Oh, das ist die echt... wird jetzt aber, die Normandie wird jetzt aber, die ist bei knappen 8 Platten. Da hat PK11 gerade einen guten Vorstoß hingekriegt. Eine Johnny rausgeholt, Normandie und Ismael schwer beschädigt, ohne große eigene Verlust TP-mäßig. Leute, ich habe gerade eine sehr interessante Information von PK11 bekommen. PK11 A und B sind deren CW-Abteilungen. PK11 C ist deren Fun-Abteilung. Also, wir haben hier gerade Profis am Start. Also, ich finde das gerade sehr interessant. Aber darauf, wo wir eingegangen sind, im Turnier sind sie gemeldet als PK11E. Richtig. Das sind einfach nur die Spieler von PK11 A und B hier drin, aber im Turnier sind sie gemeldet als Team E. Und darauf können wir uns eigentlich nur verlassen. Aber jetzt wieder zurück ins Gefecht. Die Bayern hat jetzt ein wenig kassiert von der Ismael. Aber das soll noch ist der Punkte... Wobei ich finde, die Bayern ist immer noch im deutlichen TP-Vorteil. Deutlich, sie hat mehr TP. Die hat schon viel mehr verloren. Das lag daran, dass halt auch die Bayern von uns eine richtig gute Salbe in die Breitseite der Ismail. Genauso wie man seit jetzt diesen großen Jetzt kommt die Leander im Fokus von der Bojani. Und die Fushun hat Torps abgesetzt. Auf die Leander. Die Leander kassiert auch sehr, sehr stark. Muss man mal so sagen. Also. Oh Mann, ey, das ist sehr spannend, das Match hier noch. Meint ihr, die können es noch reißen? Naja, es ist noch sehr offen. Ich glaube sehr. Wobei ich finde, es ist zurzeit sehr stark auf Gewinn für PK11, einfach weil sie schon zwei Schiffe im Überhang sind, die von FKG doch mehr oder weniger schwer beschädigt sind. Nee, die Leander dreht sich. Die Nürnberg aus. Von PK11 zieht sich jetzt anscheinend komplett zurück. Gut, sie ist auch schon runter auf 13.000 HP. Gegen den Ismail würde ich da jetzt auch nicht lange machen. Freibeuter. Pony Freibeuter konnten leider bisher noch nicht ihren überlegenen, im Prinzip. Startsprint mit drei Caps nutzen. Leider. Ja, und wenn ich mir angucke, PK11, die Bayern und Leander sind fast am gegnerischen Spawn angekommen. Also die sind wirklich in einem durchmarschiert. Kriegt die Bayern Top ab? Ja, die Bayern kassierten Top. Das hat nochmal eingeschlagen. Das waren knapp 10.000. Das war jetzt ist die Bayern ist jetzt aber zu, da die Bojani und die Fushun im Nebel sind. Sie sehen weder die Leander noch die Bayern derzeit. Was jetzt ist die Bayern erst wieder aufgegangen. Das war natürlich jetzt. Das, und da ist die Johnny vom bester Typ. Hat noch 90 Platten. Der ist nicht mehr viel. Wir sind gespannt. Ja, da kommt die Finale. Und da fällt. Nein, doch nicht! Johnny. Was? Die Johnny hat noch 90 HP, aber jetzt wird wieder das Feuer drauf eröffnet. Ich denke jetzt. Und das war's. Jetzt war's. Johnny. Aber die Ismail hat es geschafft, sich komplett wieder zu verstecken. Sie war schon über eine Minute nicht mehr offen. Und jetzt ist die Fushun auch verschwunden. Jetzt wird die Ismail wieder gesehen. Jetzt hat PK11 die PKB, sorry, auch die Punktevorteil und drei Caps. Ja. Jo. Ich denke, ich will noch nicht so viel sagen, weil es ist alles noch drehbar, aber denke... Wenn es normal läuft, sollte das für... Sollte das im Sieg für PKF eh. Ja. Was mich nur gerade etwas verwundert, ich sehe, die Fushun hat nur 6 HP verloren. Gab es da etwa am Anfang einen RAM?
im eigenen Team. Das müsste nochmal im Replay geguckt werden. Nicht aufgefallen. Also sie hatte gerade echt nur 6 HP verloren. Das wundert mich ein bisschen, weil ist keine Granate bekannt, die nur 6 HP macht. Und jetzt ist auch noch die Ismael raus, also PK-11 hat es definitiv dominiert. Also wissen wir jetzt, egal ob wir PK-11 A oder E kommentieren, die spielerische Stärke ist überall vorhanden. Ja, deutlich. Merkt man auch direkt. Das war auf jeden Fall auch wieder ein interessantes Match. Ja. Jungs, kann einer von euch mal bitte mir kurzerhand vom Stream einen Link geben? Von welchem Stream? Von unserem? Jetzt. Ja. Ich bräuchte eine mal für ein paar Kollegen. Weil ich ja selber im Dashboard bin. Sag mal, trifft die Fusche noch tops auf die Bayern? Schreib es dir in den Stream-Chat. Ja, mach das. Danke. Ja. Das war's. Das war's. Es war wieder eine deutliche Abreibung, würde ich mal... Also ganz ehrlich, das kannst du ja nicht mal anders bezeichnen. Es war eine eindeutige Abreibung. Wobei ich fand, FKG hatte es früh in der Hand. Sie hatten zuerst die Offensive übernommen. Nur hat dann PK11 gut gekontert. Also sie haben sich erst auf Positionierung gespielt und dann gut gekontert. Also ganz klar, die mit der Bayern und der Leander war das wirklich eine tolle Aktion, die von der Seite reingekommen sind. Und somit Druck ausgeübt haben auf die Johnny und auch auf die Normandie.